Hallo Freunde, seid mir gegrüßt zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 7 von Blood and Tana. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich bin jetzt nochmal hier in dem Schloss, hab alles nochmal wiederholt, was ich gemacht habe, also die Zauber holen, Zauber lernen und so weiter und so fort. Und ich glaube nämlich gesehen zu haben, dass wir, wenn wir hier reingehen und Unsichtbarkeit machen, dass die nicht böse sind. Ich weiß nicht, warum sie vorher rot geworden sind. Vielleicht haben sie doch irgendwie was gemerkt. Auf jeden Fall will ich es jetzt nochmal ausprobieren. Moment. Das da ist es. Oh. So, sie sind nämlich grün hier. Und wieso ist der Zauber jetzt ausgegangen? Ich habe keine Ahnung. Noch sind sie weiterhin grün. Wir gehen hierher. Es ist mir jetzt egal. Alles andere. Ja. Die Dinger sind vielleicht doch nicht verkehrt mitzunehmen noch. Die. Die Dinger hier sind vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wenn wir die auch nochmal mitnehmen. Aber alles andere lasse ich jetzt einfach mal liegen. So. Ja, okay, hier war eigentlich auch nichts. So, noch sind sie grün. Jetzt gehen wir mal auf die Seite. Da waren wir nämlich auch noch hier noch nicht. Da waren ja auch noch mal Fässer gewesen. So, hier waren wir nämlich auch noch nicht drin gewesen. Die sind weiterhin grün. Okay, sehr schön. Da hängt auch noch mal ein Bild. Können wir das da auch irgendwie mitnehmen? Nee, das können wir nicht mitnehmen. Wow. Da hängt noch mal ein Bild. Können wir das auch mitnehmen? Ja. Das ist das nächste Bild. Okay. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe einige Fässer jetzt übersehen noch. Aber ich will es nicht riskieren. Okay. Und raus. Das heißt, es hat tatsächlich besser geklappt, als ich gedacht habe. Oh, und mir fällt ein, eine Sache habe ich noch übersehen. Und vergessen nachzuholen. So, ich gehe jetzt nochmal kurz rein. Ich war noch nicht in der Kanalisation, das habe ich vergessen gehabt. Sie sind alle noch grün. Hm, sehr schön. Und wir haben alle drei Gemälde. Klasse, das heißt, wir können diese Quest auch abgeben. Hm, klasse. Warum sie in der letzten Folge rot geworden sind, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, egal. Ich mache jetzt noch schnell das hier. Das sollte ja, glaube ich, kein so großes Problem sein. Einfach mal durchrennen hier. So. Spion mitnehmen. Und mehr war das ja auch nicht. Ach, ich muss ja. Ich muss mich ja hier runterstürzen. Ah, da dam.
halt. So rum. Genau, dann geht's ja wieder hoch. Okay. Welchen Hub? Entschuldigung, dass ich gerade was geschleckt habe hier. Ich könnte aber nicht widerstehen. So. Nach. Nach. Deja. Geht es montags und donnerstags. Einen Tag warten und dann geht's nach Deja. Ich bin mal gespannt, wie gut es da drin funktioniert. Wir könnten natürlich erst einmal. Diesen Wachturm machen. Mal schauen, wie gut er funktioniert. Hallo, ihr wollt reisen? Hallo, machst du was? Es geht. Jetzt. Jetzt macht er was. Gut. Also. Ihr greift nicht an. Nein, ihr greift nicht an. Dann kannst du, das ist das hier. Magisches Auge. So. Oh. Oh. Sie greifen doch an. Aber nicht alle, sondern nur die Wachen. Nur die Wachen greifen an. Alles klar. So, das hier war dann dieses Wachturm 6. Ich glaube, wir könnten das mal probieren, ob wir das hinkriegen. Ich hätte zwar gerne Leuchtfeuer schon vorher gehabt. Ich mache das einfacher. Wir können doch fliegen. Fliegen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also, auf Fliegen wollte ich jetzt auch nicht mehr verzichten. Da oben ist es. Hä? Wieso kann ich jetzt auf einmal nicht mehr fliegen hier? Es ist doch die ganze Zeit so gegangen. Ja, okay. Dann laufen wir halt. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte die ganze Zeit eigentlich hier mit der Taste hoch und runter fliegen. Irgendwie geht es auf einmal nicht mehr. Warum auch immer. Bisschen zu laut eingestellt. So, jetzt geht's aber wieder. Wenn ich halb taub werde, das bringt ja eigentlich auch nichts. Also wenn die Wachposten so sind wie die hier, dann ist es ja echt gar kein Problem. So, Wachturm 6 betreten. Dann darfst du vielleicht noch den Tag des Schutzes. Ah, verdammt, den haben wir schon drauf gehabt, oder? Wachturm 6 ist der letzte von vielen Wachtürmen, die einst die Grenzen von Deja bewachten. Hier steht er, von Kämpfen gezeichnet, aber immer noch stolz und sicher. Da wird ja wohl zumindest Gold drin sein. So, dann machen wir das noch ein. Ah, Sprecher für die Toten. Und da drüben auch noch mal welche. Spürt man kaum. Spürt man kaum. Und wo ist er? Da ist er. Ein Totenbeschwörer. Jawohl. Geht's denn da weiter? Oder? Geh mal hier hoch. Ah, es geht runter. Oh, was ist denn das? Ein Lich?
Also für Lichts habt ihr nicht so sonderlich viel drauf, habe ich einen Eindruck. Du darfst jetzt auch noch das hier mal machen. Und ein Tonelementar. Huch, wo kommt ihr denn her? Was? 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 Wie? Wo? Nee. So geht es nicht. So schnell wie wir jetzt tot waren, würde ich vielleicht tatsächlich erstmal versuchen, machen wir auch noch Federfall mal rein. Würde ich vielleicht tatsächlich auch mal versuchen. Hä? Ah, jetzt geht's wieder mit Fliegen. Ich kann noch nicht so hoch fliegen. Erst in die Grube zu gehen, Erzmagier zu werden und dann später nochmal herzukommen mit Leuchtfeuer, damit wir auch jederzeit wieder richtig teleportieren können. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Also so, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte. Da ist, glaube ich, die Grube. Da wollten wir, glaube ich, rein. Falls es denn funktioniert. Die Grubenhalle, ein schreckenerregendes Schauspiel voller dunkler Klauen und Vertreter dämonischer Gestalten, weist euch den Weg ins Innere. In der Ferne könnt ihr eine Frauenstimme singen hören, sie ist jedoch zu leise, um die Worte zu verstehen. Also los. Wir machen Fackellicht an. Wir sollten Normalspeed machen. Das sind jetzt alles normale Gegner. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste das doch... Obsidian-Gargoyle, okay. Dann... Den kann ich eigentlich als... Okay. Quick-Save machen. Ein Schaden. Ha. Immerhin etwas. Hier haben wir doch auch irgendeine... Verletzen haben wir da noch. Ich glaube, Blitz war ganz gut hier. Verletzen, was war denn da? Was hatten wir denn für einen Kleriker als bestes Ding hier? Die fliegende Faust war ja nur das. Nee, das war was anderes. Fliegende Faust ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die hier. 30. Aber das wird wahrscheinlich Dings machen. Okay. Dann machen wir vielleicht lieber Blitzstrahl. Blitz hat, glaube ich, ganz gut geholfen. Und bei dir? Nee, das ist, glaube ich, psychisch. Oder so irgendwas. Oh Mann, oh Mann. Dann zauber du mal lieber hier Attribute hoch. Hoppla, falsche Taste. Blitzstrahl. Fünf Schaden nur. Puh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Haben wir doch noch irgendwas anderes? Eisbombe macht aber auch noch Dings, Säurestrahl. Ja, probieren wir es doch nochmal mit dem Säurestrahl. Nee. Ich glaube, Blitzstrahl ist tatsächlich hier am besten. Oder eines der besseren. Deswegen hätte ich eigentlich ganz gern
rauszukriegen, was gegen was die immun sind. Oder nicht immun sind. Aber so kriegen wir den auch kaputt. Ich hoffe nur, so viele werden es nicht mehr sein hier, wie hier. Also, dass es nur noch der eine hier ist und das war's dann. Oh, Tak hat tatsächlich für 3 getroffen. Es ist jetzt kaputt gegangen. So. Wie gesagt, ich hoffe, es sind nicht allzu viele hier. Jetzt muss ich auch nochmal nachschauen. Es war ja die Grube. Hohe Triester Bar von Avle, bla bla bla. Sabotiert Aufzug, gewinnt 5 Kämpfe in der Arena, beruhigt die Bäume. Da müsste man noch was schauen. Wo war denn das? Wo hat er gesagt, kriegt man das Ding her? Das Herz. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt gehabt. Finde das als Buch Gottes Eingriff im Brutgehege in der Grube. Wir müssen das Brutgehege finden. Oh, was mir auch interessiert. Steingargoyle sind in Ordnung. Nur keine Obsidian-Gargoyles, die mag ich nicht. Oh. Noch weitere Gegner. Und geht's hier nicht weiter? Oder ist es noch nicht eingezeichnet? Kann natürlich sein, dass es noch nicht eingezeichnet ist. Mit dem kann ich nichts machen. Oh. Geschafft. Schon wieder so ein Helm? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, kann alles verkauft werden. Ach du Schande, ist da uninteressantes Zeug drin. Und das war's oder ist das eine Tür? Es ist eine Tür. Ach, ein Aufzug. Okay, verstehe. Es ist nur die Frage, wo ist hier dieses... dieses Zeug drin, wo, wo wir hin müssen. Das hat sich ja angehört, wie wenn das irgendwie... wie wenn das hier so ein Ort wäre hier drin. Ich könnte mir auch vorstellen... Okay, da geht's unten weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt die Gegend ist, wo man hinkommt für die dunkle Seite. Nee, ich habe jetzt gehofft, ich kann auch hierher so gehen. Aber ja, gut. Was soll's. Hier war's? Nein. Dann müssen wir wohl hierher. Und wir werden teleportiert und sind... Aber es ist doch die Grube, wo wir hier sind. Also wir sind schon richtig, oder? Oder täusche ich mich hier? Oh, guck mal, eine Kochmütze. Okay. Ah, und jetzt haben wir noch große Tür noch. Könnte nützlich sein. Mhm. Könnte nützlich sein. Kann man verkaufen. Könnte nützlich sein. Kann man auch verkaufen. Könnte nützlich sein. Alchemie plus 12. Wenn wir Alchemie hätten, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber so ist das alles. Naja. Speichern wir mal und dann. Grubenhalle verlassen. Okay.
Grubenhalle, jetzt in meiner Grube drin. Und hier wird's jetzt interessant, schätze ich mal. Ah, mit Gebäuden. Ich glaube, es ist tatsächlich die... Idee, die ich auch noch habe, ist folgende. Wir machen vielleicht auch noch Schutz gegen Magie an. Ich glaube, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und wir haben schon wieder 20 Minuten. Das heißt, ich würde beim nächsten Mal weitermachen. Ich denke, das ist also die Grubenhalle und danach kommen wir richtig in die Grube. Und von der Grube kommt dann dieses andere Ding, wo wir hingehen müssen. Bin mal gespannt, wie gut es funktioniert. Und wenn das auch so ist, wie ich mir denke, dann kann man da dieses Schloss noch, genauso wie der Tempel von Lambert oder irgend sowas, wo wir hin müssen, wo wir rein müssen, müssen wir aber noch nicht jetzt machen. Ich denke, das müssen wir jetzt noch nicht machen. Das können wir auch später dann machen. Wir sind ja noch nicht im Schloss drin, das ist ja eine eigene Instanz für sich. Das soll man mit einmal machen, aber ich glaube, das müsste eigentlich so gehen. Und das andere, wo wir hin müssen, ist dann wahrscheinlich auch so ein Ort, so wie diese, also, wie diese Reifeprüfung, die wir gemacht haben. Weil wir haben in Celeste die Reifeprüfung gehabt, den Tempel, also das Schloss quasi, und den, ja genau, das Schloss und den Tempel. Der Tempel ist auch noch hier, den müssen wir ja auch noch reingehen. Das heißt, diese drei Sachen werden wir auch hier haben, schätze ich jedenfalls mal. Und ich denke, das wird die Grube sein. Naja, gut. Wir werden sehen, wie gut es alles klappt beim nächsten Mal. Wir haben ja gesehen, es ist nicht ganz so einfach. Aber das kriegen wir hin. Mit dem Schutz vor Magie jetzt doch, glaube ich, dass das klappen wird. Haben wir? Was haben wir eigentlich jetzt alles an? Magisches Auge. Das heißt, wir haben doch jetzt das hier haben wir an, mit den Resistenzen, magischen Auge und so weiter. Steinhaut und Segen, haben wir das schon auch schon drin? Die Attribute haben wir schon drin. Ne, ich glaube, den Zauber haben wir noch nicht drin. Ja, so. Jetzt sieht es, denke ich, besser aus fürs nächste Mal. Dann bin ich mal gespannt, wie gut es klappt. Und sag mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.